amigos, con la anotación de Eddie Pope en tiempo extra, que le dio el triunfo al equipo de Washington, Distrito de Columbia, sobre el conjunto de Los Ángeles para la primera final de la Liga Mayor en los Estados Unidos. Gracias, amigos, les habló Eduardo Varela. Presentación del líder mundial en deportes. Den letzten Platz besetzt. Und hier riss es sie zum ersten Mal von den Sitzen. Dritte Minute, 1:0 durch Freddy Bobic. Auf Vorteil erkannt vom Schiedsrichter, gut gemacht. Dann Soldo, nicht lange gefackelt. Und das gleiche gilt für Freddy Bobic, der allerdings sträflich frei steht. Keine Chance für Kamps und der Präsident mit Bobic. Balakov, schön hereingezogen und Giovanel. 2:0 für den VfB Stuttgart in der 55. Minute. Hervorragend die Flanke von Balakov. Fournier steht falsch, Kamps abermals ohne jede Chance. Krasimir Balakov gegen Kamps und das 3:0 in der 67. Minute. Klassisch in die falsche Ecke geschickt. Der VfB mit seinem ersten Saisoneinsatz. Freddy Bobic, leicht und locker geht das und es steht 4:0. 78. Minute. Buck war für Hagner gekommen, sein erstes Spiel in dieser Saison. Und Fournier mit der Bewachung von Bobic einfach. Der schöne Hackentrick von Balakov. Buck sprühte nur so vor Spielfreude. Und Bobic zum dritten Mal erfolgreich in diesem Spiel. 5:0 für den VfB gegen Mönchengladbach. 4 Minuten vor dem Ende. Damit ließen sie es bewenden. Der VfB in glänzender Form. Gladbach schon 600 Minuten ohne Auswärtstor. Herrlicher Doppelpass mit Klinsmann. Da war es passiert. 0:1. Bayern in Führung. Georg Koch allerdings winkt hier ab und das völlig zu Recht. Denn Hamann spielte den Ball hier mit der Hand. Ein irreguläres Tor also. Allerdings von Schiedsrichter Steinborn nicht erkannt. Das Tor also galt. Halbzeitstand Scholl. Immer noch Scholl. 0:2. Die Entscheidung. Mehmet Scholl bohrte sich da wie ein Pfeil in die Abwehr der Düsseldorfer, weil Klinsmann durch sein Ausweichen auf die Seite hier die Abwehr auseinandergezogen hatte. Mehmet Scholl cool und überlegt. Die Bayern bleiben den Stuttgartern hartnäckig auf den Fersen. Tja, wieder nichts also mit einem den Ball absichtlich mit der Hand spielt. So oder so die Möglichkeit für Andreas Herzog zum Führungstreffer. Er verwandelt. 1:0, 32. Minute. Keine Chance für Torhüter Dirk Heinen. Werder in Führung. Ding ist fest. Foul, Vorteil gegeben, dann Nowotny, schön gespielt auf Feldhoff und der reagiert ganz cool. 1:1, 70. Minute, 5. Saisontreffer für Markus Feldhoff. Noch einmal die Entwicklung, hier das Foul, gute Entscheidung von Schiedsrichter Zerr, den Ball weiterlaufen zu lassen. Nowotny, Pfeifenberger zu spät, ebenso Eils und Olli Reck hat das Nachsehen. Dabei Blum hatte die Partie begonnen. Da führte Dortmund auch schon mit 1:0. Julio Cesar, der Torschütze. Mehrfach verletzt der Dortmunder Libero. Trotzdem war er aufgelaufen, weil den Dortmundern bekanntlich ja 4 Mann in der Abwehr ausfielen. Bielefeld aber forsch und mutig. Reiner ist das. Jörg Reb. Die Drangperiode der Bielefelder hinein, dann dieser Eckball. Julio Cesar erneut der Nutznießer. Kurz vor der Halbzeit das 2:0 für die Borussia aus Dortmund. Ein Unentschieden wäre dem Verlauf bislang gerechter gewesen. Ernst Middendorf besorgt, seine Mannschaft nutzte einfach ihre Torchancen nicht. Ganz im Gegensatz zu den Dortmundern. Fehler Hopte. Herrlich dazwischen. 3:0, 52. Minute, alles klar im Westfalenstadion. Herrlichs Tor, Aufbauhilfe für einen Stürmer in der Aufbauphase. Bielefeld zumindest kämpfte weiter und hatte noch Chancen. Herrlicher Heber von Maas.
Spielerisch führten sie die Bielefelder jetzt fast vor. Herrlich, Tretschok, 4:0. Jetzt sah das Ganze ganz, ganz einfach aus. Und Uli Stein im Bild und Leid tun. Vor allem, weil die Dortmunder immer noch nicht genug hatten. Heinrich auf Chapuisat, das 5:0, 9 Minuten vor dem Abpfiff. Alles klar im Westfalenstadion. Dortmund weiter auf dem Vormarsch in Richtung Tabellenspitze. Die Vorlage von Polster, Olise tanzt linke aus und Vladoju erzielt das 1:0. Das 5. Saisontor des Rumänen, der sich als Glückseinkauf erweist. Sunday Olise, herrlich. Dieses Solo, Müller hier vorne mit der 6 erkennt die Gefahr zu spät, Lehmann ohne Abwehrchance. Schalker stärker, über rechts mit Lattal, dann Kopfball, Marc Wilmots das 1:1. Drittes Saisontor des Belgiers, hervorragend die Flanke und voller Körpereinsatz gegen Olise, alles korrekt. Spielbar äußerst Geführung. Carsten Baumann, 2:1. Riesenjubel natürlich bei den Kölnern, die unter Druck geraten waren. Die Fans begeistert, Vorarbeit Olise, nicht lange gefackelt, abgefälscht der Ball von Olaf Thon, deshalb unhaltbar für Lehmann. Der Schalker Keeper hier gleich noch einmal im Mittelpunkt des Geschehens, bedrängt von 3 Spielern. Vladoju ohne Probleme hier das 3:1 zu erzielen. Das war natürlich die Entscheidung. In der Zeitlupe zu erkennen hier der Fehler von Lehmann. Dann kann Thon das Kopfballduell nicht gewinnen. Beinschuss von Linke, die Entscheidung zugunsten des Auf. Schopp ist das. Und Achtung. Österreichisch-bosnische Fußballkunst führte zum 1:0 für den HSV. Durch diesen Mann, Markus Schopp. Tolles Zusammenspiel zwischen ihm und Hasan Salihamidzic. Der Österreicher dann mit Gefühl und Auge zur Führung für den HSV. Hamburg ganz cool. Deron auf Ivan Ausgas. Der schüttelte Schuster ab und macht das 2:0. Saisontreffer Nummer 2 für den Litauer. Und nach 5 erfolglosen Versuchen endlich mal wieder 3 Punkte für Hamburg. Und die waren auch ganz, ganz wichtig. Denn hinter dem HSV gähnte schon bedrohlich die Abstiegszone. Borimirov setzt sich durch gegen 2 Duisburger und Jens Jeremies vollendet. 1:0 für die Münchner in der 15. Minute. Thomas Giel, der Norweger. Ihm war zusätzlich die Sicht verletzt. Alfred Neihus steht bereit und er trifft. Genau ins Dreieck, ein herrlicher Treffer. Werner Lorenz schien das Ganze schon geahnt zu haben. Schauen wir mal, wie die Mauer steht. Eigentlich ganz gut, aber... Tja, da kann man wohl 1:1 durch Neihus. Aus der zweiten Halbzeit wollen wir... Stefan Beinlich und endlich einmal die Führung für Hansa Rostock in einem Heimspiel. Denn so oft schon mussten sie im Ostseestadion einem Rückstand hinterherlaufen. Böse Stellungsfehler aber in der St. Pauli-Hintermannschaft. Pedersen und Aigner ermöglichten Rostocks Kapitän erst den Führungstreffer. Tolle Kombination Rostock. Lange zum 2:0. Keine 3 Minuten nach dem Führungstor. Treffer Nummer 2 für Hansa, allerdings, das sehen wir hier, abgefälscht von Bernd Aigner. Damit unhaltbar für Tom Forde. Vivi Lehmt, Beinlichs herrlicher Pass auf Baumgart, 3:0. Dritter Treffer für Rostock innerhalb von nur 6 Minuten. St. Pauli ganz, ganz bös erwischt und bei Halbzeit eigentlich schon geschlagen. Tom Forde der Sieger, aber der Elfmeter von Beinlich. Zu schwach geschossen, genau auf die Tormitte. Ganz selten mal konnten sich die Hamburger aus der Umklammerung befreien. Kurz vor Schluss dann Schweißings Pass auf Pisarev und doch noch der Ehrentreffer für die Hamburger. Pisarev mit seinem dritten Spiel von Beginn an und gleich sein drittes Tor.
Das freilich war für St. Pauli wertlos. Rostock schaffte endlich den ersten Heimsieg. Schmadtke gekontert zwischen, aber Peschel schafft es doch. Das 0:1, der Aufsteiger in Führung und am Ende auch siegreich, denn bei diesem 0:1 blieb's. Einen unrühmlichen Höhepunkt aus Freiburger Sicht hatte das Spiel dann. Punta. Este Preco. Busca el cruce dentro del área de pecho, la baja bien su compañero. Gol.